Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Beim letzten Mal waren wir da drüben unterwegs im neuen Lager und haben uns da noch um ein paar Dinge gekümmert. Zum Beispiel haben wir es Lefty und dem Reislord mal so ein bisschen gezeigt und uns mit denen angelegt und haben uns dann auch unseren Anteil der Beute abgeholt vom Überfall auf die Lieferung zum alten Lager, beziehungsweise nein, zur alten Mine natürlich, nicht zum alten Lager, da ist noch ein kleiner Unterschied. Und jetzt sind wir hier in der freien Mine und wollen mal schauen, wie das denn so mit der ultimativen Waffe aussieht, die Baloro uns versprochen hat. Ich konnte deinen Kram nicht besorgen. Was war das nochmal? Schöpfen. Ach ja. Das war die falsche Dialogoption. Das ist die richtige. Ich hab den ganzen Kram dabei. Jetzt machen wir den Deal mit der ultimativen Waffe, ja? Dann zeig doch erstmal her. Hier hast du. Ja, klasse. So, nun her mit dem Ding. Vergiss es. Was? Glaubst du echt, da kommt jetzt noch was? Ich meine, wer so dämlich ist, sich auf so einen Quatsch einzulassen, der hat doch nicht besser verdient. Wundert mich, dass du überhaupt noch lebst. Wenn du so leichtgläubig hier in der Gegend rumrennst, machst du es nicht mehr lange. Macht aber nichts. Jetzt haben wir Jungs wenigstens genügend Fressalien zum Feiern. Schönen Dank auch und vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Tja, also um ganz ehrlich zu sein, ich bin da schon auf der Seite von Baloro. Ich meine, es war eigentlich offensichtlich, dass da keine vernünftige Waffe für uns bei rumspringen wird. Und ich meine, hallo, er sagt ja hier, ich habe die ultimative Waffe und ich will dafür ganz viel zu essen haben. Das klingt schon mal irgendwie nicht so besonders vertrauenserweckend, ne? Also, ja, da kann ich schon verstehen, dass Baloro so reagiert. Aber wir können das natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Deswegen versuchen wir das mal. Hey Mann, das kannst du mit mir nicht machen. Was willst du denn noch? Verschwinde! Geh jemand anders auf die Nerven, sonst setzt was. Kapiert? Nein, ich bleib hier. Ich glaube, ich muss dir jetzt leider die Fresse polieren. Wir haben unseren Spaß gehabt. Jetzt zieh Leine, Mann. Ich glaube, du hast mich nicht verstanden. Na gut. Du willst es ja nicht anders. Ich hab dich gewarnt. So, schauen wir mal, ob das funktioniert. Denn, ja, ihr seht, Baloro ist eine ganze Ecke härter als Lefty. Der haut uns mit zwei Schlägen K.O. Das heißt, da müssen wir richtig aufpassen, was wir tun. Das heißt, ich muss irgendwie versuchen, mich zu verteidigen und ihn trotzdem irgendwie noch angreifen zu können. Ich werde einmal versuchen, ob ich das hinkriege. Wenn ja, wäre cool, dann hätten wir das nämlich jetzt schon mal erledigt. Und ich weiß nicht, wieso der Rest von den Leuten hier reagieren wird, wenn ich dann schon einem Lager angehöre, das nicht das neue Lager ist. Und mich hier dann hier mitten in der freien Mine mit so einem Söldner anlege. Ich glaube, das kommt nicht so gut. Deswegen möchte ich das gerne jetzt noch erledigen. Und ja, wir versuchen es einfach nochmal. Ich glaube, wir haben unseren Spaß. Ich glaube, du hast mich nicht verstanden. Na gut. Ey! Schneiderkampf. Ja, nee, schöner Kampf ist was anderes. Also laden wir das Ganze nochmal. Ja, ich muss es wieder richtig hinkriegen mit dem Verteidigen. Wobei gegen Baloro ist das echt eine harte Nuss, weil er so schnell angreift, dass ich da nicht so oft die Chance habe, mich wirklich zu verteidigen. Und das ist halt irgendwie. Aber egal, wir versuchen es trotzdem. Ich glaube, ich muss jetzt. Ah, okay. Er greift mehr als. Ja, ich bin nicht tot, ne? Ich bin nur bewusstlos, das ist dir klar, oder? Ja, das Problem ist, er greift mehrfach an. Gegen Lefty war das kein Problem, da hat man einmal verteidigt, er hat angegriffen. Der Schlag ging natürlich dann gegen die eigene Klinge, sodass es keinen Schaden gemacht hat, dann hat man ihn angegriffen. Ja, das war schön und gut, aber jetzt gegen Baloro. Uiuiui, das ist echt. Naja, ihr seht's ja. Ich glaube, ich muss jetzt. Nein! Ich lasse immer die Verteidigungstaste los. Weil ich denke, jo, ein Schlag und dann kann ich angreifen. Aber nein, ich muss warten, bis er das gemacht hat. Und ich glaube, er hat zwei verschiedene Angriffsarten. Einmal greift er dreimal hintereinander an. Und ein anderes Mal greift er viermal hintereinander an. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt verteidigen können. Egal, wir probieren es einfach aus. Ich glaube, ich muss. So. Hä? Was war das denn jetzt? Da hat er nur einmal angegriffen und dann, genau in dem Moment, in dem ich ihn angegriffen habe, hat er mich auch angegriffen, beziehungsweise ein ganz kleines Stück danach. Aber wir kriegen das hin. Wir schaffen das schon.
Ja, wir haben auch das andere geschafft. Ich meine, in der Arena sind wir irgendwann siegreich gewesen und gegen Lefty und den Nice Lords sind wir auch angekommen, von daher. Ich glaube, ich muss jetzt leider... Ja? Ja? Nein? Nein! Nein! Ah, es lief so gut. Es lief so gut. Das kriegen wir hin. Moment, das will ich nochmal versuchen. Ah. Das, ihr habt gesehen, wir haben ihn noch zwei, drei Schläge, dann hätten wir ihn tot gehabt. Also, das heißt tot, dann hätten wir ihn besiegt gehabt, dann hätten wir ihm unser ganzes Essen wieder abnehmen können. Ich glaube, ich muss... Na gut. Ich konnte nicht angreifen. Ja, ich weiß, das klingt jetzt für euch als Zuschauer wahrscheinlich so, als wären das nur Ausreden hier für mein Fehlen von Fähigkeit. Aber man muss es wirklich selbst mal gespielt haben, um zu wissen, wie das manchmal ein bisschen frickelig ist mit der Steuerung, vor allem hier im ersten Teil noch. Ich glaube, du hast mich nicht verstanden. Na gut. Ja. Ja. Nein. Jawohl! Und dafür nur 160 Erfahrungen. Ja, ist klar, ne? Aber das nehmen wir jetzt gerne alles mit. Genau. Das Ganze, was wir ihm gegeben haben und noch ein bisschen mehr. Wirklich viel hat er nicht bei sich, aber eine schöne Waffe, glaube ich, oder? Den Stein... Oh, guckt euch das an. Guckt euch das an, der Steinbrecher. Wir haben 29 Schaden, der Steinbrecher macht 37 Schaden, ja? Das sind eigentlich so Waffen... Die sind eigentlich, es ist eigentlich nicht vorgesehen, dass man im ersten Kapitel schon das so eine Waffe hat. Sehr leid tun. Ach ja. Was ist der da überhaupt? Wir haben doch alles abgenommen. Ach, du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. War ein guter Kampf, aber jetzt ist gut. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, jawohl. Und wir haben so eine, halt diese Waffe. Also... Ne, eine normale Waffe, die man so im ersten Kapitel kaufen kann, das ist noch nicht mal ein Blutfliegenstachel, glaube ich. Also das ist so auf dem Niveau eines groben Schwerts, ne? Hier, sowas, was ich da... Wo habe ich denn das leichte Gardeschwert? Na egal. So auf dem Niveau eines groben Schwerts ist das, ne? Schaden 20. Wir haben jetzt fast das Doppelte. Und ihr habt gesehen, wie hart dieser Typ hier ist. Also, wie gesagt, Moment, das speichere ich mal. Nicht, dass das jetzt wieder hier... Ne, dass irgendwas abstürzt oder so. Das speichere ich mir und dann ist gut. Ja, boah. Krass. Aber wir haben auch Baloro besiegt. Wir haben damit sogar die ultimative Waffe, mehr oder weniger. Auf jeden Fall sind wir damit jetzt unglaublich gut gerüstet. Und ich würde sagen, es wird langsam Zeit, uns einem Lager anzuschließen. Ja. Aber bevor wir das machen, möchte ich nochmal hier so ein bisschen mit den Leuten reden, was sie denn über das neue Lager zu sagen haben. Zum Beispiel mit den Schürfern. Mit denen haben wir noch gar nicht geredet. Der starrt mich nur mit offenem Mund an, okay. Was willst du hier? Ich habe keine Lust, irgendwelchen Ärger zu bekommen. Ich dachte, ihr schuftet freiwillig hier? Und du kriegst Ärger, wenn ich mit dir rede? Wie ist das Leben hier? Ich will mich nicht beklagen. Wir haben alle unseren Teil zu tragen. Aber zumindest ist es hier besser als im alten Lager. Kommst du aus dem alten Lager? Wenn du aus dem alten Lager kommst, ich will keinen Ärger. Naja, ich komme so halb aus dem alten Lager, ne? Aber bin nicht hier, um Ärger zu machen. Ich will mehr über dieses Lager erfahren. Ich weiß nicht, ob ich dir da weiterhelfen kann. Sprich am besten mit Swiney oder mit den Söldnern. Wer hat hier was zu sagen? Hier im Kessel haben die Söldner das Sagen. Im neuen Lager sieht das schon anders aus. Also pass gut auf, mit wem du dich anlegst. Ja, ich habe mich ja gerade schon mit Baloro angelegt, also läuft schon. Was muss ich tun, um bei euch mitzumachen? Ich kann dir da nicht weiterhelfen. Ich bin hier nur eine kleine Nummer. Sprich mit Swiney. Ja, mit dem haben wir ja schon geredet, vor ein paar Folgen. Tja, So richtig zufrieden hört sich das aber nicht an. Weiß nicht, der wirkt fast unglücklicher als die Butler in der alten Mine, habe ich den Eindruck. Ach ja,
Ich hatte es übrigens mal, einen kleinen Bug, als ich hier gegen Baloro gekämpft habe und ihn besiegt hatte, hat das irgendwie als Aggression von meiner Seite gegen ihn gezählt. Weil normalerweise, wenn so ein Charakter uns angreift, ist es ja in Ordnung, wenn wir uns wehren. Das Problem war dann, dass hier alle auf einmal, diese ganzen Söldner, die hier sind, versucht haben, mich umzubringen. Also wirklich umzubringen. Die haben mit den Bögen auf mich geschossen. Das Problem ist, wenn man jemanden mit einem Bogen erledigt, dann zählt das als tot. Dann zählt das nicht als bewusstlos geschlagen, sondern als tot. Weil der Pfeil, damit kannst du halt eigentlich einfach so nur niederknüppeln, der durchdringt wirklich. Und war halt nicht so witzig, weil dann kam ich hier natürlich auch nicht mehr weg und die waren alle aggressiv gegen mich und dann musste ich einen älteren Speicherstand laden. Und das war halt alles nicht so toll. Aber diesmal hat das ja geklappt. Vielleicht lag das daran, wirklich daran, dass ich in einem Lager angehört habe schon, als ich das gemacht habe. Aber das hat ja jetzt wunderbar funktioniert, also alles kein Problem. Wie sieht's aus? Ruhig. Für meinen Geschmack etwas zu ruhig. Gibt's hier irgendwas Besonderes? Hier gibt's nichts, außer eine ganze Menge Ärger, wenn man uns dumm kommt. Ach ja, wer versucht, ohne Genehmigung in die Mine oder ins Torhaus zu kommen, bekommt auch Ärger. Ja, ja. Keine Sorge, ich bin wirklich nicht hier, um Ärger zu machen. Warum denken das eigentlich alle? Wer erteilt hier die Befehle? Hier im Kessel läuft alles über Okyl. Er steht mit den wichtigen Leuten im Lager in Kontakt. Also, wenn du hier Mist baust, werden auch die Wassermagier im neuen Lager davon erfahren. Wie gesagt, ich bin nicht hier, um Mist zu machen. Wie kann ich bei euch mitmachen? Um hier mitzumachen, musst du erst einen Namen haben. Beweise dich erst einmal woanders. Dann darfst du auch im Kesseldienst tun. Ja, ich muss mir erst mal einen Namen machen. Der Witz ist, dass ich der namenlose Held bin. Ich werde niemals einen Namen haben. Also, ein Kollege von mir ist der Meinung, dass mein Charakter Ich heißt. Denn es gibt die Möglichkeit, sich per Cheat in die Körper von anderen Leuten hinein zu beamen. Und dann kann man seinen alten Körper natürlich sehen. Oh nein! Seht ihr das? Die sind aggressiv gegen mich. Oh nein, warum? Warum? Kann ich? Moment. Ich hab doch danach gespeichert. Ich möchte das mal eben laden. Vielleicht klappt das dann ja besser. Weil der Söldner da oben ist nicht aggressiv gegen mich, ne? Sollte das ja auch mitbekommen haben. Aber die da unten sind auf einmal aggressiv gegen mich und werden mich gleich umbringen. Ich verstehe einfach nicht, warum. Das wäre jetzt ärgerlich, wenn das nicht klappen würde. So, da haben wir ihn erledigt. Und sind die unter uns jetzt aggressiv? Kann man das von hier aus erkennen? Och nö, Gothic. Was soll denn das? Ich habe mir so viel Mühe damit gemacht, den irgendwie zu besiegen. Nee, da kommen sie an. Och, das kann doch nicht euer Ernst sein, oder? Wenn sie mich wenigstens einmal niederschlagen würden, okay. Aber schaut mal, das ist jetzt nur noch einer. Vorhin waren es noch zwei. Aber wenn ich jetzt hier einmal langlaufe... Nee. Okay. Nicht aggressiv gegen mich. Habe ich das Spiel kaputt gemacht? Kann ich mit den... Nein, ich will gerade nicht mit dir reden. Ich möchte erstmal das hier klären. Ich möchte mal eben ins neue Lager... Was willst du hier? Na toll. Ich habe keine Lust, irgendwelchen Ärger zu bekommen. Okay, ich rede doch erstmal mit denen. Wie ist das Leben hier? Ich will mich nicht beklagen. Wir haben alle unseren Teil zu tragen. Aber zumindest ist es hier besser als im alten Lager. Kommst du aus dem alten Lager? Wenn du aus dem alten Lager kommst, ich will keinen Ärger. Ist euch aufgefallen, diesmal war keine Textbox da, die wo einmal aufgeschrieben war, was gesagt wurde. Okay, irgendwie ist das Spiel gerade kaputt. Und wir haben hier einfach uns angeschrien, ist gut. Hast du noch was anderes zu sagen? Wie sieht's aus? Wie soll's schon aussehen? Beschissen wie immer, kaum was zu beißen, dafür immer was zu tun. Der einzige von uns, der nicht so viel zu tun hat, ist Swiney. Okyl hat ihn zum Sprecher für uns Schürfer benannt. Jetzt steht er den ganzen Tag rum und passt auf, dass er keine Blasen an den Händen kriegt. Was ist das hier? Wie sieht es denn aus? Wie der Palast des Königs? Ja. Also wenn du wirklich in der freien Mine arbeiten willst, dann wirst du erst hier im Kessel beweisen müssen, dass wir dich gebrauchen können.
Ah, okay, das hier ist also noch gar nicht, das zählt also noch gar nicht als freie Mine. Die freie Mine ist erst da drin, okay. Wer hat hier das Sagen? Das Sagen? Sieh dich doch mal um. Bestimmt nicht die Leute, die den ganzen Tag schuften, um genug Erz zu fördern. Wie kann ich dem Schurverbund beitreten? Bei uns mitmachen? Glaub bloß nicht, hier wird nicht gearbeitet, nur weil man uns nicht zwingt. Also wenn du glaubst, du kannst hier faulenzen, dann bist du schief gewickelt, mein Freund. Wenn du jetzt immer noch glaubst, hier richtig zu sein, dann rede mal mit Swiney. Der ist der Schürfer, der den ganzen Tag rumsteht und raucht. Vielleicht kann ich ja Swineys Platz einnehmen. Okay, also man sieht, der ist eindeutig irgendwie aggressiv. Ich kann ihn gerade auch nicht ansprechen. Ich hoffe, ich habe das Spiel jetzt nicht permanent kaputt gemacht, denn wenn ich nicht mehr mit Ockel reden könnte, das wäre ein bisschen doof. Hast du noch was anderes zu sagen? Wie sieht's aus? Ruhig. Nee, das hatten wir auch schon. Nein? Dann vielleicht der Schürfer? Nein, nicht der Erzklumpen. Ich will nicht mit dem Erzklumpen reden. Wie ist das Leben hier? Wie ist das Leben hier? Du ignorierst mich einfach. Was gibt es hier im Lager? Was gibt es hier im Lager? Ist ja cool. Ich habe Gothic kaputt gemacht. Ich glaube, ich möchte lieber weggehen. Das könnte sinnvoller sein. Aber ich weiß auch nicht, ob wir die Dialogoption schon hatten. Wie ist das Leben hier? Ich will mich nicht beklagen, aber zumindest kommen. Ja, okay. Das war das mit der Angst vor dem alten Lager, aber ich glaube, mehr Schürfer-Dialoge gibt es hier auch nicht. Deswegen reden wir erst nochmal mit dem Söldner hier. Wobei, wie sieht's aus, hatten wir auch schon. Und irgendwie kann ich nicht mit Escape aus dem Dialog mit den Söldnern raus. Das ist gerade alles irgendwie ein bisschen komisch hier. Ich hoffe, das ist nicht permanent so. Wie sieht's aus? Ruhig! Ja, okay. Ich werde einmal gucken, dass ich hier weggehe. Vielleicht, wenn ich dann drüben im neuen Lager bin, bin ich weit genug entfernt, dass Ockel jetzt nicht mehr hier mich bedroht. Ansonsten muss ich ihn einmal per Cheat töten und dann nochmal neu spawnen. Also das kann man hier alles mit den Cheats machen. Also das sind richtige Debug-Codes, die man hier einsetzen kann. Die kenne ich leider nicht auswendig, aber die kann ich mir ja dann online nachgucken. Man kann sich alle Viecher spawnen, die man haben will, auch den Endboss. Und was weiß ich, was für Leute, irgendwelche Viecher, die uns mit einem Schlag töten und unverwundbar sind und hast du nicht gesehen. Und man kann seine eigenen Stats verändern, wie man möchte. Und ja, man kann wirklich, wirklich viel machen. Und wie gesagt, man kann halt auch in die Körper anderer Leute gehen, anderer Kreaturen. Also ich kann mich auch in den Körper einer Blutwanze transferieren, wenn ich das denn machen möchte. Warum ich das machen sollte, ist halt die andere Frage. Aber man kann viele lustige Dinge damit machen. Und vielleicht widme ich auch einmal eine Folge diesen Cheats. Allerdings wahrscheinlich, wenn ich das mache, erst nachdem ich das Spiel durchgespielt habe, damit wir dann da auch richtig unseren Spaß haben können und ich nicht irgendetwas spoilere, weil ich, was weiß ich, hier die großartigen Gegner spawnen, die dann später noch kommen und dann, wenn wir dann in den richtigen Spiel hinkommen, dann denkt ihr euch einfach, ja, okay, kannten wir doch schon, ist doch nichts Besonderes. Ja, von daher passt das schon so. Ich würde sagen, wir reden hier jetzt erstmal so ein bisschen noch mit Söldnern. Ja, gut. Das ist ja. Mit den Söldnern und mit. Hat man eigentlich mit den Reisbauern geredet? Ich weiß nicht. Mit den Söldnern auf jeden Fall und mit den. Nein, nicht mit Kord. Einhänder Stufe 2. Aber 20 Lernpunkte. Ich habe 20 Lernpunkte, aber das möchte ich nicht ausgeben. Vor allem nicht jetzt, nachdem ich hier Baloro besiegt habe. Das ist erstmal das größte Hindernis gewesen. Deswegen habe ich es auch bis zum Ende aufgeschoben. Aber wir reden mal mit den Söldnern hier. Alles klar bei dir. Noch ist alles ruhig. Noch? Wenn die Banditen weiter Gomez' Konvois überfallen, steht er irgendwann mit seiner Armee hier vor dem Tor. Und das wird bestimmt kein Spaß. Ja, das kann ich mir vorstellen. Gibt es Probleme hier im Lager? Junge, hier gibt es immer Probleme. Die Banditen machen, was sie wollen. Und wir Söldner sind damit beschäftigt, die Magier zu decken und die Verteidigung des Lagers aufrechtzuerhalten. Wer hat hier das Sagen? Wir tun, was die Magier sagen. Aber meistens sagen sie gar nichts. Sie hängen beim Erzhaufen und brüten über ihren Büchern. Im Grunde regelt Lee alles. Er ist unser Anführer. Ich will ein Söldner der Magier werden.
Das ist nicht schwer. Wenn du für unsere Sache kämpfen willst, wird Lee dich nehmen. Aber er nimmt nur Leute, die gut mit dem Schwert umgehen können. Wie sieht's damit bei dir aus? Nun... Dachte ich mir. Wenn es dir wirklich ernst ist, rede mit Gorn. Er hat schon mal einen Frischling ausgebildet. Vielleicht hast du ja Glück. Und er macht sich auch bei dir die Mühe. Tja, wer weiß. Schauen wir mal. Oh, wir können sogar noch Sumpfkraut andrehen. Ich würde sagen, wir haben ja noch welches. Machen wir das einfach. Willst du etwa Sumpfkraut? Gib her. Hier, 10 Erz. Wenn du wieder mal was hast, du weißt Bescheid. Und auf einmal hat er eine andere Stimme. Schön. Wie sieht's denn mit dir aus? Alles klar bei dir? Doch ist alles ruhig. Ach so, das hatten wir gerade eben. Ja, das brauchen wir. Nein! Ja, wir können halt, wie ihr seht, wir können halt auch sagen, wo finde ich? Und dann können wir fragen, ja, Lee, Laris, Gorn, einen der Magier. Aber das weiß ich ja alles. Von daher brauchen wir hier keine Richtungsangaben, uns einzuholen. Ist aber ganz praktisch, wenn man sich in der Gegend nicht auskennt und dann Fragen stellt. Und es ist eigentlich ganz cool, man hat halt nicht so eine Minimap wie in anderen Spielen oder irgendwelche Questmarker. Das heißt, man muss wirklich zuhören, was die Leute sagen. Also ich kann ja gleich mal hier einen der Fragen, dann kann ich euch das an einem Beispiel zeigen. Man muss halt wirklich zuhören, was die Leute sagen und sich dann so orientieren. Von wegen, wenn er sagt, ja, die Magier sind da und da, dann muss man sich wirklich hingucken, okay, wo sind die denn jetzt? Also klar, im Sektenlager hatten wir das so, dass uns hier der Lester dahin geführt hat, aber hier im neuen Lager ist es beispielsweise nicht so und im alten auch nicht. Also wir können jetzt zum Beispiel fragen, ja, wo finde ich denn einen der Magier? Wo finde ich einen der Magier? Normalerweise leben sie zurückgezogen im oberen Teil der Höhle, aber am Erzhaufen in der Mitte der Höhle kannst du manchmal einen von ihnen treffen. Ja, und das meine ich halt jetzt bei den Magiern, klar, das ist relativ einfach. Man guckt halt, ja, da oben im oberen Teil der Höhle oder hier in der Mitte vom Erzhaufen, das sind ja Dinge, die man recht leicht sehen kann. Aber bei manchen, da muss man halt schon mal ein bisschen gucken. Ja. Hattest du eigentlich noch Dialogoptionen, die mich interessieren? Die wir noch nicht hatten? Wie sieht's aus? Nö. Na? Alles klar bei dir? Hm. Haben wir da noch andere Dialogoptionen? Sonst gehe ich mal zu den Banditen rüber. Wenn wir da nur die eine haben. Söldner. Oh, wir haben ja auch eine Schmiede. Nee, wir haben nur einen Schärfstein. Wetzstein. Nee, ist ja auch kein Wetzstein. Wetzrad? Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Alles klar bei dir? Nö. Wie nennt man das? Warum wird mir da kein Name angezeigt? Ja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Torloff. Nein, ich möchte mit dir reden. Anscheinend haben die hier nur eine Dialogoption. Okay. Dann schauen wir uns einmal an, was uns die Banditen so sagen. Und dann gucke ich nochmal schnell bei den Reisbauern vorbei. Und dann gehe ich nochmal in die neue Mine und gucke, ob der Typ da, Ockhüll, wieder mit uns reden möchte. Wenn nicht, dann muss ich mal schauen, wie ich das mache. Ja, Bandit, komm hier. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Was willst du denn von mir? Ich will mehr über dieses Lager erfahren. Dann geh rein und schau es dir an. Solange du nicht einer von Gomez-Leuten bist, wird dich keiner aufhalten. Wer hat dir das sagen? Lee führt die Söldner an, wenn du das wissen wolltest. Aber ich bin kein Söldner und ich lasse mir von den Pennern auch bestimmt nichts sagen. Tja, es läuft ja also wirklich ein bisschen anders als im neuen, als im alten Lager. Was muss ich tun, wenn ich mich dem Lager anschließen will? Geh auf die Felder und hilf den Bauern beim Reispflöcken. Wie wär's mit Nein? Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Ja. Schauen wir mal. Hast du eine andere Gesprächsoption? Du hast auf jeden Fall eine andere Rüstung an, wie man das sich anguckt. Na, wie sieht's aus? Das hatten wir auch gerade. Also wenn es da nur eine Dialogoption gibt, dann erleichtert das natürlich die Möglichkeit ein bisschen. Wer sitzt denn da? Ach, hier sitzt hier Homer. Nee, wie steht's? Wie steht's? Mann, wie soll's schon aussehen? Den ganzen Tag Reis fressen und darauf warten, dass sich eine Gelegenheit bietet, an Erz zu kommen. Dann kann man sich mal wieder richtig in der Kneipe mit Reisschnaps volllaufen lassen. Tja, was für ein Leben. Was muss ich über diesen Ort wissen? Im Zentrum der Höhle ist ein riesiges Loch voll Erz.
Wenn du darüber nachdenkst, wie du da rankommen kannst, vergiss es. Ich hab's selber mal probiert, aber die Söldner passen Tag und Nacht auf. Wer ist hier der Boss? Kommst wohl gerade aus dem alten Lager, was? Hier ist niemand der Boss. Der verdammte Lee versucht zwar immer, uns an der Leine zu halten, aber wir machen, was wir wollen. Wenn es sowas wie einen Anführer unter uns gibt, dann ist das Laris, aber der ist schlau genug, niemanden in seine Sache reinzuquatschen. Ich will bei euch mitmachen. Laris entscheidet, wer in die Bande aufgenommen wird. Aber wenn du zu ihm willst, musst du schon einen guten Grund haben. Zum Beispiel? Zum Beispiel jemand, der dich zu ihm schickt. Ja, also zum Beispiel Mordrak, ne? Also wir haben ja schon ein bisschen mit Laris geredet. Genau, hier sitzt Homer. Hat er jetzt eigentlich noch... Ah ja, wir können noch mal mit ihm reden. Alles klar, Bamdam? Steht wie eine Festung. Den kriegt so schnell nichts klein. Ja, das klingt doch gut. Wie sieht's aus? Habt ihr noch andere Gesprächsoptionen? Wie sieht's aus? Hatten wir schon? Butch, nein, mit Butch möchte ich nicht reden. Nein! Geh weg! Geh weg! Kann schon sein. Jetzt schreien wir uns wieder an. Okay, ich vermute mal, das war's auch. Shrike. Bandita, was hat eigentlich Balkar gar noch irgendwas? Nee, zeig mir deine Waren. Hast du noch Erz? Wenn wir gerade schon mal dabei zeig sind. Zeig mir deine Waren. Wie du wünschst. Nee, du hast nur jede Menge Zeug. Okay, das interessiert mich nicht. Was läuft denn so? Du bist wohl noch nicht lange hier, was? Die Magier bereiten sich schon seit Jahren auf die Sprengung des Erzhaufens vor. Das heißt, der große Tag ist nicht mehr weit entfernt. Zumindest sollte man das annehmen, wenn man sich den Riesenhaufen ansieht, den die Schürfer bis jetzt zusammengekratzt haben. Was kannst du mir über dieses Lager sagen? Es ist eine Art Zweckgemeinschaft, die wir hier haben. Jeder macht im Grunde, was er will. Aber wir sind so viele, dass Gurmis uns nicht einfach ausrotten kann. Obwohl er das sicher am liebsten tun würde. Was habt ihr mit Gurmis zu schaffen? Wir stehlen ihm sein Zeug. Wer ist euer Anführer? Laris ist das Oberhaupt der Bande. Die meisten akzeptieren ihn. Aber er sagt uns nicht, was wir machen sollen. Was muss ich tun, wenn ich mich dem Lager anschließen will? Du kannst dich unserer Bande anschließen. Aber dazu musst du beweisen, dass du gegen Gurmis bist. Und wie soll ich das machen? Wenn ich du wäre, würde ich Laris irgendwas Wichtiges aus dem alten Lager oder der alten Mine bringen. Tja, das haben wir auch schon gemacht. Na gut. Dann würde ich sagen, mit den Reisbauern kann ich auch noch ein anderes Mal reden. Das wird sicherlich nicht der letzte Besuch sein, den wir hier im neuen Lager gemacht haben. Und die Dialoge ändern sich da sowieso nicht, zumindest nicht von den Reisbauern, soweit ich weiß. Deswegen würde ich sagen, wir legen uns mal ein bisschen hin hier. Wir können ja etwas Lebensenergie gebrauchen, nachdem wir hier gekämpft haben. Ja, bis zum nächsten Morgen. Wunderbar. Und dann speichere ich das einmal ab, dass wir hier sind. NL Wolf, NL Haus... Klar, NL steht für neues Lager. Und jetzt werde ich nichts Interessantes mehr machen. Ich werde nur einmal in die freie Mine bzw. in den Kessel zurückgehen, denn das ist ja zweigeteilt, wie ich gerade festgestellt habe. Und der obere Teil, der an der Oberfläche ist, das nennt sich halt der Kessel. Und die freie Mine ist das, was dann innen drin ist, wo wir momentan nicht drankommen. Und dann möchte ich mal schauen, ob Ockel jetzt wieder... in Ordnung ist, nachdem wir jetzt uns ein bisschen davon entfernt haben und vor allem mal ein bisschen geschlafen haben. Vielleicht hat ihn das ja zurückgesetzt, das wäre auf jeden Fall cool. Oder er greift uns sofort an, aber das, ja, dann muss ich mir mal was einfallen lassen. Dann werde ich da irgendwie mit Unverwundbarkeit reingehen, ihn per Cheat töten und dann neu spawnen. Weil sonst, ja, haben wir ein Problem. Und eigentlich dürfte er nicht aggressiv gegen uns sein, weil... Klar, wir haben uns zwar mit Baloro angelegt und es ging mehr oder weniger von uns aus, aber eigentlich war es ja vom Dialog her und die dürften uns dafür nicht töten. Und das ist halt alles, das ist ein kleines bisschen verbuggt, was nicht so schön ist, aber hey, wir haben die coole Waffe, das macht's wieder wett.
die Unannehmlichkeiten. Ich meine, so ein Steinbrecher. Damit ist jetzt nicht der Steinbrecher gemeint aus Lego-Insel. Wobei, so eine Lego-Figur hier als Waffe, das wäre doch auch was, oder? Ja, nein, wahrscheinlich ist es eher ein Steinbrecher genannt, da der irgendwie so stark und fest ist, dass man damit Steine zertrümmern kann. Ja, daher rührt vermutlich der Name. Ich meine, das kann sich sowieso jeder selbst denken, aber egal. So, die Stunde der Wahrheit rückt näher. Beziehungsweise der Moment der Wahrheit. Die Stunde der Wahrheit ist ja schon länger. Hoffentlich. Und was sagt Okyl? Ist er wieder friedlich? Noch fliegen keine Pfeile in meine Richtung. Das ist schon mal positiv zu werten. Ich glaube, er steht wieder da. Ich hoffe, er redet auch noch mit uns. Da ist er. Ja. Okay. Ich muss weiter. Dann lass mich in Ruhe. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Irgendwie, ich weiß nicht, warum er sich da auch festgebackt hat und uns nicht angegriffen hat, aber... Oh, da fällt mir der Stein vom Herzen. Das ist echt super. Das heißt... Sehr schicke Rüstung hast du übrigens an. Das heißt, es ist alles gut. Ich muss nichts machen. Es hat sich alles von selbst geregelt. Yippie-yay-yay. Dann können wir ja... Ach, wisst ihr was? Dann lade ich nochmal eben den Spielstand von Haus und dann rede ich jetzt doch nochmal eben mit den Reisbauern. Und dann würde ich sagen, war es das für heute und wir sehen uns dann in der nächsten Folge im alten Lager wieder. Und ich bin mir halt auch jetzt auch nicht sicher, ob wir mit den Reisbauern schon geredet haben. Also falls es euch nicht mehr interessiert, ich werde sonst nichts anderes mehr machen. Also ihr müsst nicht weitergucken, ihr könnt dann ruhig abschalten. Aber das möchte ich jetzt halt nochmal eben machen. Ist jetzt auch nicht mehr so der weite Weg. Da brauchen wir jetzt vielleicht 2-3 Minuten für. Das macht den Braten auch nicht mehr fett. Nicht wahr? Wobei 3 Minuten, wenn ich von einer Folgenlänge von 30 Minuten ausgehe, machen 3 Minuten 10% aus. Also so wenig ist es gar nicht. Wenn man mal darüber nachdenkt, ja. Aber egal. Wir machen das jetzt einfach. Ich meine, ich komme ja in letzter Zeit auch nicht mehr so viel zum Hochladen und die Uploads sind eher unregelmäßig. Da kann ich auch mal ein bisschen was Längeres machen, oder? Das fände ich dann irgendwie schön. Ihr habt auch wieder andere Rüstungen an, ne? Wenn ihr das mal mit der Rüstung von Okyl vergleicht. Ja, ist schon cool. Irgendwann werden wir vielleicht auch mal so eine Rüstung tragen, wer weiß. Wobei, als wenn wir den Magierlaufweg, die Magierlaufbahn einschlagen, dann wahrscheinlich eher weniger. Aber man weiß ja nie, wohin uns das Schicksal führen wird. So, was hast du denn zu sagen? Wobei, doch, wir haben schon mal mit denen geredet, oder? Als wir denen das Wasser gebracht haben. Egal, wir reden nochmal mit ihnen. Alles klar bei dir? Was willst du? Hat der Reislord dich geschickt? Ich arbeite doch jeden Tag. Niemand hat mich geschickt. Ich will mich nur ein bisschen unterhalten. Was kannst du mir über das Lager erzählen? Es ist gefährlich, dahin zu gehen. Lys Söldner und die Magier sind ja ganz in Ordnung, aber auf die Banditen passt du besser auf. Was kannst du mir über das Lager erzählen? Ach so. Es ist gefährlich. Ja, das hatten wir gerade eben schon. Arbeitest du freiwillig auf den Reisfeldern? Ja, das tue ich. Ist nämlich besser, freiwillig zu arbeiten, als von den Schlägern vom Reislord abgeholt zu werden. So. Tja. Apropos, Lefty. Ich finde, die sehen ein bisschen durstig aus, ne? Na, mein Freund? Mann, was willst du? Die Bauern sehen durstig aus. Ich kümmere mich drum, mach dir keine Sorgen. Das werde ich jetzt jedes Mal machen, wenn wir an ihm vorbeikommen. Rufus? Der hat einen Namen, Moment. Wer ist der Reislord? Er war einer der ersten hier. Hat das Lager mitgegründet und die Reisfelder angelegt. Heute steht er nur noch vor seinem Lagerhaus und streckt seine Wampe raus, der alte Fettsack. Ja, mit dem hatten wir wahrscheinlich schon geredet, aber egal. Bauer? Wie läuft's denn so? Gibt eine Menge zu tun. Wir brauchen viel Reis, um die Leute hier alle ernähren zu können. Was muss ich über diesen Ort wissen? Sei vorsichtig, wenn du ins Lager gehst, Junge. Da laufen so einige Halsabschneider rum, die einem Neuen wie dir an die Kehle wollen. Danke für die Warnung. Habt ihr einen Anführer? Der Reislord ist sowas wie unser Anführer, aber die meisten arbeiten nur aus Angst vor ihm und seinen Schlägern.
Bei mir sieht das anders aus. Ich habe schon ein paar Jahre auf dem Buckel und keine Lust mehr, mich mit den Banditen im Lager rumzuschlagen. Die Reisfelder sind genau das Richtige für mich. Ja, zumindest einer, der hier freiwillig ist. Und Horatio vermutlich. Wie läuft's denn so? Gibt eine Menge. Ja, den hatten wir auch gerade schon. Gibt's da noch eine dritte Option, die die Reisbauern haben? Wie steht's? Wir arbeiten uns den Arsch ab, damit hier alle was zu futtern kriegen. Erzähl mir was über dieses Lager. Es ist randvoll mit Arschlöchern. Wenn's nach mir ginge, sollten die Söldner alle Banditen einfach aus dem Lager werfen. Die tun gar nichts für uns. Machen nur Ärger. Wer kümmert sich darum, dass hier auf den Feldern alles glatt geht? Na, wir alle. Der Reislord überwacht zwar alles, aber ich glaube, er sitzt den ganzen Tag in seinem Bunker und zählt die Säcke. Na, immerhin hat er zusammen mit Homer die ganze Anlage hier gebaut. Also spricht man den doch Homer aus, alles klar. Das war eine andere Option, ich glaube, mehr gibt es auch nicht. Alles klar bei dir? Was willst du? Ja, ich denke, das war's dann auch. Ich meine, die Aufnahme ging jetzt auch tatsächlich lange genug. Wir gesellen uns hier noch einmal zu dieser Vogelscheuche. Ich glaube, ich hatte mich schon mal gewundert, woher denn so riesige Totenköpfe kommen hier. Wenn wir das mal mit meinem Kopf vergleichen. Na gut, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir uns darum bemühen, im alten Lager aufgenommen zu werden. Und ich würde sagen, bis dahin, macht's gut.